Hallo liebe Leute, wir sind's wieder. Der Retsam ist 408 Meter von mir entfernt und der Maino steht irgendwo in der Pampa vor dem Bauernhof. Total überladen, aber egal. Ja, letzte Folge habe ich ja den Airdrop geholt. Bin noch kurz vor einem Bärchen geflüchtet. Nein, ich wollte mich nicht wieder mit ihm anlegen. Das mache ich jetzt nicht. Das geht nur wieder in die Hose. So ein Talent habe ich. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg zurück. Der liebe Retsam hat derweil bestimmt einiges an der Hütten rumgebaut. Er beginnt zum Umschlichten. Er beginnt zum Umschlichten. Ja, und wir werden heute natürlich nochmal weiterarbeiten, um fertig zu werden, weil Tag 14, wenn die Zombies kommen, oder? Tag 14 ist das, ja. 14, ja. Dann wollen wir die gebührend empfangen. Ja. Und, oh, ich bin da. Oh, sieht das gut aus von unten. Das Holz da noch weg ist. Und da bremsen die quietschen die Bremsen. Genau, bremsen die quietschen. Manchmal ja, tun kurz, sie das. Ja, das stimmt. Mal kurz abladen hier, was wir so haben. Zack, 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 zack. 38 Fleisch haben wir bekommen. So, dann trinken wir. Oh, Kaffee. 2:30 Uhr nachmittags. Ein Kaffee und dazu einen. Kein Blaubeerkuchen. Kein Blaubeerkuchen. Okay, ich muss nachher dringend backen. Ja. Heidelbeerkuchen. So, was können wir noch reinpacken? Das Mais können wir reinpacken. Okay. Haben wir eine Kruschkiste? Ja, mach die unten voll, diese. Ja. Sicher? Ja. Alles gut. Okay, Maler, Pinsel, Eisenschaufel, Bonbondose, Stofffetzen. Einfach mal alles rein da. So, den reparieren wir nochmal einmal kurz. Dann packen wir den auch rein. Das rein, das rein. Ja, das rein. Die AK rein. Das rein, das rein. Ich glaube, dann habe ich eigentlich wieder alles. Nein, den Schein, den wollten wir nochmal reparieren. Genau. Den Eimer. Irgendwie hatte ich noch was im Kopf, was ich machen wollte. Ach ja, genau. Erste Hilfe, Verband, Leben und so. Ha, da war ja was. Ja. Oh. Egal, kann ich nachher wegräumen. So, ich bin da mal wieder weiter. Tschüss. Tschüss. Was tust du? Ich hab dir versprochen, du kriegst Wasser in die Base. Oh ja. Aber nur einen kleinen Teich oder willst du einen großen Teich? Nein, nur einen kleinen. Nur einen kleinen. Radel ich gerade falsch? Natürlich, wie beim letzten Mal auch. Tada! Da ist es, genau. So. So. Gehen wir darüber. Was denn? Wo denn? Du? Geht, das kann doch nicht sein, oder? Was geschah? Ich habe jetzt wieder ein paar Mal auf den Zombie draufgehauen und immer schön über den Kopf drüber. Und natürlich hat es mich gleich wieder richtig schön an Leben gekostet. Oh. Du willst auch? Sicher, sicher, sicher? Nee, ich nicht. So, hast jetzt davon. Hoppala.
Na komm, machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Also bei dir auf dem Surfer geht kein Boxkampf. Ich krieg einen Schlag ab, hab einen Blutungsschaden, ich treffe einmal einen Zombie, der Kopf explodiert. Das geht so. Ja, entweder oder. Ach so, halt, ich bin ja schon da. So. Ich bring dir alles, was in der Bauhütte drinnen war, schon mal rauf in eine so eine Kiste. Darf ich dich? Ja. Auf was aufmerksam machen? Mhm. Wenn du Forge und die Mischer so ein bisschen auseinanderziehst, verteilst du auch ein bisschen die Hitzequelle. Ja. Wir haben im Lagerfeuer gar keine Messbecher. Nein, haben wir keine? Nein. Ich dachte, einen haben wir. Okay. Wissenschaft, Chemiestation kann ich erstellen. Also Chemie habe ich einen Punkt drin. Es war doch, du hattest Hammer und Schmiede. Ja. Mechaniker und fortgeschrittene Ingenieurswissen. Und ich hatte Wissenschaft, Mediziner und Chefkoch. Ja. Bei mir. Deswegen, ja. Also Chemiestation kann ich erstellen, wenn dann. Das den Aufgang, die Klappe hier oben machen wir dann aber auch weg. Wieso hast du da jetzt eine Lagerkiste hingestellt? Kann man die nochmal weggeben? Ich habe alles übersiedelt, was drinnen in der Bauhütte war. Aber doch keine teure Lagerkiste. Nee, kann man ja weggeben. Wir müssen einen Ding setzen. Einen Block, sonst kann man es nicht mehr. Egal. Was müssten wir setzen? Einen. Jetzt können wir es nicht mehr setzen. Das Ding war ja davor da, oder? Geht das nicht trotzdem? Weiß ich nicht. Wir probieren das aus. Achso, ich habe noch Wasser drin. Ja, wie ihr wundert, wie das hier gerade so mit dem Eimer geht, beziehungsweise die Folge kommt ja zuerst. ihr habt die Möglichkeit, mit einem Eimer Wasser das reinzuwerfen auf die Kante. Zeige ich das mal hier so. Im Eimer. Taucht dann irgendwann eigentlich auf. Oder auch nicht. Da taucht jetzt gerade nicht auf. Nee. Ihr werft ihn rein und das verteilt sich ja so komisch, habt ihr gesehen. Dann nimmt er wieder von einer Ecke auf, schüttet es neu rein und irgendwann habt ihr dann hier, so wie hier, ein kleines Becken, was sich gefüllt hat. Oh, das sieht natürlich jetzt so echt scheiße aus. Er hat's gesagt. Was? Habe ich das böse Wort gesagt? Oh mein Gott, es tut mir leid. nicht so prickelnd, optisch prickelnd aus. Damit es aber schön aussieht, ne, gibt es eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man Bruchstein dabei hätte. Ja. Nehmen wir wieder alles mit. Halt, das kann da bleiben, das brauche ich nicht mehr nehmen. Das war meins. Gut, war. Und wieder hoch. Also mein Fahrrad macht sich gut da unten. So, jetzt an. Wir machen da mal 3 Stück. Spitzhacke haben wir schon. Ah, dann schlagen wir das hier mal weg. Ich repariere es. Nein, nein. So, ihr seht, das sieht jetzt halt hier mit dem Wasser, das hält sich gerade zurück. Jetzt setze ich mal hier diese Platte rein. Und dann sieht das Ganze optisch nämlich schon wieder viel besser aus. Stufen. Das machen wir jetzt rundherum. Retsam, du kannst alle wegschlagen, aber die in der Ecke musst du immer lassen. Toll. Wegschlagen gefällt dir doch. Gibst du. Ja, klar.
mal macht man das auch, bevor man Wasser hineinfüllt. Ja, aber man kann es auch so machen. Ja, ja, definitiv. Jetzt haben wir ein größeres Becken, als ich eigentlich geplant hatte. Mhm. Oh. Und so sieht das nämlich jetzt optisch gesehen schon wieder ganz anders da aus. Das Ganze ist knöcheltief. Dieses Becken dürfte für ungefähr 500, 600 Glas Wasser reichen. Das Schöne daran ist, wenn ihr Wasser rausnehmt, dann, wir testen das jetzt auch gleich mal. Du hast ja die Gläser mit hochgebracht, alle, oder? Ja. Haben wir nur 83 Gläser? War da in drin? In zwei habe ich noch. Moment. Achso. Leere. Ja. Nur leere. Ich will mal nochmal gucken. Desto mehr wir haben, desto. Ich komme da nicht mehr runter, sage mal. So. Desto besser ist es. Deswegen, wir wollen mal gucken. Schön hier unten, hä? Ich hab da gerade was gesehen, was ich brauche. Die Rahmen. Ah, halt, das Holz. Und schreie wieder nach Holz. Ach, du hast alle Kisten, die leer sind, hast du abgeschlagen, gell? Ja. Ja. Okay. Ja, gut, wir haben nur 83 Gläser, das ist aber nicht schlimm, dann testen wir das halt nur mit 83 Gläsern. 85, ja. Letztes Mal hat er natürlich recht. So, wo ist wo? 85, so. Ich hoffe, es klappt, also wir gehen jetzt hierher. Hoppala, nein, nein. Oh, gut. Und nehmen mal das Wasser raus. Und jetzt seht ihr, jetzt ist hier eine Riesenlücke. Entweder wir warten jetzt mal, ob was passiert. Nein, also es kann auch sein, dass sich das selber regeneriert. Oder ihr nehmt einfach von irgendwo hier drinnen Wasser weg. Ich nehme jetzt mal von der Ecke weg und schüttet das neu rein. Und ihr seht, der Bug hat wieder funktioniert. Das Wasser ist aufgefüllt. Somit habt ihr eine endlose Wasserversorgung. Wir müssen nicht immer die 10 Meter zu dem See radeln. Ja, aber auf Dauer wird das anstrengend. Ja, das stimmt schon. Gebe ich dir vollkommen recht. Jo, dann mache ich hier jetzt erstmal 12. Also hier innen drin soll es jetzt, haben wir gesagt, 3 hoch sein, oder? Reicht das 3 hoch oder machen wir 4 hoch? 3 hoch reicht, drei ja. 3 hoch reicht. Ja. Dann, ja, es wird höher werden, etwas geringfügig. Ich muss gucken, wie ich das ins Dach einfließen lasse. Ach so, ja, und über das Gewicht vom Wasser wolltest du auch noch zum Zwecke der Erklärung was sagen. Weil Wasser ja auch Gewicht hat. Ja. Als Block. Wenn ihr so wie hier jetzt das Knöcheltief macht, reicht eine Platte unten drunter. Wenn ihr sagt aber, ihr wollt hier nochmal, ich demonstriere das mal ganz kurz mit diesen Blöcken. Ihr wollt es aber jetzt also 2 Block tief haben. Ich habe das getestet auf Höhe. Mir ist es leider Gottes passiert, dass ich die beim ersten Test das mit Ding gemacht habe, mit Holz. Und mir ist das Holz durchgebrochen. Ja. Also ihr müsst dann wirklich Bruchstein nehmen. Wenn ihr das Ganze nicht von unten her wirklich so stabilisiert, dass ihr auf den Seiten, also mit 2 Abstand so, Stützen habt, kann euch passieren, dass euch das Ganze durchbricht. Und dann habt ihr das Wasser verteilt. So, und jetzt kommt auch wieder dieser Bug zum Einsatz. Es kann sein, dass sich das Wasser so verteilt, aber so dermaßen verteilt, dass ihr 25 bis 30 Eimer braucht, um das ganze Wasser wieder rauszuschöpfen. Also ich habe den Spaß mal gemacht, in der Testphase, ein 5x5 Wasserfeld gemacht, 2 tief, und dann ist das Ganze eingekracht. War nicht lustig. War überhaupt nicht lustig. Oh, dafür gibt es aber doch die Möglichkeit, in den Kreativmodus zu gehen. Ihr könnt auch die Waffe nehmen, mit denen ihr Blöcke wegschießen könnt. Die schießt euch die Blöcke unter dem Wasser weg, aber nicht das Wasser. Das Wasser bleibt bestehen.
Boah. Das ist ja fies. Ja. Das ist mir auch schon passiert. Da bin ich da gestanden, Pulten gemacht und habe gedacht, okay, nimmst du das Wasser weg. Erstmal schieß ich draußen und hat sie den Boden weggeschossen und das Wasser ist alles durch da unten. Dann stand ich auch da so. Okay, ich hol da mal Eimer. Jo, also vom Grund her haben wir da jetzt alles fertig. Jetzt werden wir noch hergehen. Pfosten legen. Wenn ich dann endlich mal fertig werde mit dem Rotieren. Na, komm. Auch schon überlegt, ob schade, falsch gelegt, ob man diesen einen Brunnen da nachbauen, den es bei Alpha 16 einmal gab. Welcher? Also wie? Der sich selber befüllt wieder. Ah, ja. Wo du oben Wasser reintust und irgendwie mit dem Kreislauf er sich selber befüllen kann. Ob das noch funktioniert oder wieder funktioniert. Mache ich denn gerade? Ach, viel zu wenig. Nochmal 50. Oh, passt schon. So, ich umrande jetzt übrigens die Beete gerade. Nur für die, die es wissen wollen. Schon wieder fahr. Ja. So, die Atmosphäre. Also Vogelgezwitscher. Voll schön. Schon schön. Schon schön. Dann denkst du dir nichts und dann hörst du von irgendwo. Die bösen Nachbarn. Ja. Gut, die sind aber auch der Hauptgrund, warum wir ausgezogen sind. Also warum wir gerade übersiedeln. Ja, aber wirklich. Stärkere Mauern, Selbstschussanlagen. Nein, das war falsch. Da
als Fahrrad da immer? Fahr es halt weg. Hinstellt. Fahrrad fahren dürftest du. Mit meinem Fahrrad, ja. Das dürfte gehen. Das war eigentlich nur eine Gaudi, das da hinzustellen. Sieht doch gut aus. Nee, du hast das in den Graben geschmissen. Du hast gesagt, irgendwo hin. Nein. Nein, es sieht ja gut aus. Ja, wenn in China ein Fahrrad umfällt, dann ja. Ein bisschen langsam umgekippt ist. Tja, jetzt aber. Guck mal, dass wir hier fertig werden. So. Ja, und irgendwann wird die Übersiedlung auch abgeschlossen sein und das Häuschen oben. Und dann können wir wieder Abenteuer erleben. Ja, also die Grundmauer, das Häuschen habe ich schon fertig. Das Dach kann ich aber erst bauen, wenn ich die Außenfassade nachher hochgezogen habe, weil ich ja das Häuschen in das Dach, die Dachkonstruktion von außen mit einbauen muss. Okay. Und dazu muss ich aber jetzt halt hier gucken. Ich muss da nach unten. Ich muss mir das mal von unten angucken. Habe ich dir die Tür vor der Nase zugemacht? Ich muss mal wieder aufmachen. Ist okay? Ja, alles gut. So breit werden wir das nicht machen. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, es ist immer schwierig, wenn man alleine das zusammenbaut, umschlichtet, ein System in Kisten und so weiter, dass ein anderer sich dann auch zurechtfindet. Das ist immer etwas schwierig dann. Ja, wir haben zwei verschiedene Sortierweisen, ja. Definitiv. Das wird interessant, ob die Seite halten wird. Mantet mal ein bisschen anders da. Mensch, der Mano hat ja nur im Kreis herum. Der arbeitet ja gar nicht. Ja, mein, da grunzt doch irgendwo ein. Ja. Nein! Aua! Bei mir! Hast du ihre Armen? Ich verblute es erstmal. Oh. Nein, nichts! Oh mein Gott, bin ich blöd. Also jeder, der das gesehen hat, muss mich jetzt für total bescheuert halten. okay. Ich habe schon wieder aufgehört zu bluten. Und ja, ich habe Rahmen. Gut. Ich habe gerade Erste-Hilfe-Verbände zerlegt. Oh,
statt sie anzulegen. So. Ja, da war ein Zombie, der hat unten entlang geschlagen. So, das ist schon wieder ärgerlich. Erste Hilfeverbände hast du oben, gell? Ja. Dann komme ich mal wieder hoch. Aber es sieht schon schön aus. Doch. Hier, guck mal. Du kannst ja hierher gehen. Mhm. Genau da. Ja. Und da oben im Eck drin, hier, kannst du gleich dein Ding reinstellen. Deine, dein Würfel. Den 7-Tage-Würfel. Ah, ja. Ja. Dann haben wir Ruhe. Magst du oder soll ich denn? Ich hatte doch meinen hier oben gesetzt gehabt. Okay, ja. Oh, die Schiene passt perfekt. Ich bräuchte hier oben dann mal Lagerkisten. Ja. Dazu müssten wir uns aber in... Ach, stimmt. Nee. Ja. 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 Oder magst du eine richtige Küche reinbauen? Können wir später machen, muss nicht. Ja, wir haben die so doch da. Also wir können Schränke und so weiter, können wir alles machen. Ist wahr. Aber die Schränke haben nicht... Ja, doch, Lagerkisten haben einen größeren Platz. Ja. Die Schränke sind dann relativ schnell voll. Und anmalen können wir die Lagerkisten ja auch. Ja. Ja. Oder hast du nicht mehr genügend Nägel? Doch, doch, doch. Nägel haben wir genug. Dann müssen wir uns nämlich nur entscheiden... Ich sollte halt den Schlafsack aus der Hand nehmen. Ha. Wollen wir die Schlafecke machen? Machen wir die gleich links? So. Speedschutzblock mal setzen. So, gleich trommel ich ein wenig. Oh, jetzt alles gelb. Machen wir die Küche hier hin? Oder machen wir die Küche hier drüben hin? Also ich würde die Küche lieber hier, wenn wir da Ausblick auf die Gartenkräuter haben. Dann kommen hier in das Eck mein Schlafsack und in diese Seite hier in das Eck dein Schlafsack. Dann mache ich nämlich hier, mache ich nämlich da, da und da und da ein Bücherregal hin. Ja. Oh, was liegt da? Lagerkiste. Ah, okay. Warte mal, das und das bleibt so. Und dann haben wir Lagerkisten. Oh, so viel brauche ich gar nicht. Weil da oben kommen Hängeschränke ran. Mhm. Oder ich mache kleine Lagerkisten oben hinten. Das könnte ich auch machen. Aber die kann man wieder nicht richtig beschriften, gell? Mhm. Ah, gucken wir mal. Ich gehe mal rum. Wobei, ich lege dir in diese Sammelkiste oben ein paar Schilder rein. So, Beschriftungsschilder noch. In der Küche kann ich nicht viel beschriften, weil die Kisten alle zusammen sind. Auch wahr. Ja, wobei, doch, könnte ich schon machen. Doch, kann ich machen. Anmalen können wir sie dementsprechend, glaube ich, oder? Nee. Kannst du die Kisten versetzen, die ich hier gelegt habe? Ich schau gleich. Also wegnehmen. So, bin gleich bei dir.
Ja, ist nicht schlimm. Nur mal gucken, Glasplatte, die Forge hast du doch unten, gell? Ja. Kannst du Glasplatten machen? 2, 4, 6, 8, 9, 11, oder? 2, 4, 6, 8, 11, ja. So, ich schau mal, einschmelzen Glas. Schauen wir mal. So, Glas, Geschäftsglas, Blockplatte. Warte. Glas. Geschäftsglasplatte, eine Möglichkeit. So, Geschäftsglasscheibe wäre auch. Panzerglasscheibe, Panzerglasplatte mittig. Panzerglasplatte mittig. Nee, eigentlich nicht mittig, die normale halt. Ah, weil wenn du die mittige machst, habe ich ein Problem. Boah, die braucht ziemlich viel, aber ja, viel Blei, viel... Was brauchen die, Moment, was brauchen die normale Geschäftsglasplatte? So, da machst du die Geschäfts... Ja, die braucht auch Blei, aber nur 5, die andere braucht 40. Ja, warte, Geschäftsglasscheibe braucht 14,52. Da mach du bitte, Geschäftsglasblockplatte eine. Erstmal eine, ich will sehen, ob das die ist. Weil die schließt mit den dünnen Platten, glaube ich, dann genau ab, weißt du? Geschäftsglasblockplatte. Habe ich nicht. Scheibe. Ja, das macht nichts. Das ist die hellblaue. Ach so, Geschäftsglasblockplatte, ja. Genau. Okay, so. Dann brauche ich noch ein bisschen Blei. Ja, ich lasse das hier gerade alles mit Absicht runterfallen. Oh, leider ist was auf die Zugbrücke gefallen. Ich hoffe, die hat keinen Schaden genommen. Das. Erdglas, Blei. Nee, jetzt, das ist jetzt nicht wahr. Ich hatte wieder einen Aussetzer genau an der Kante und fall wieder in diesen doofen Graben runter. Heute ist nicht mein Tag. Aber ist nicht schlimm. Auch mit einem gebrochenen Bein kann man hier unten nochmal aufbauen. So, eine so eine hellblaue lege ich da oben in deine, also in die Futterkiste, in die Kiste rein. Hm. Das gibt's doch nicht, oder? Wo habe ich sie? So, geht doch. Hast du sie noch da, oder? So, ja, Moment, ich werfe. So, dann machen wir mal den Test. Das die ist, die ich meine. Ja, das ist die. Okay. Guck sie an. So, komm her. Gib mir da mal Mensch hin. Hier in der Mitte, in dem Dreierfenster ist sie drin. Oh ja, ja. Die reicht eigentlich. Ja, die reicht. So, dann mache ich da 2, 4. So, nein, 2er. Ja. 2, 4, 6.
10 Stück brauche ich dann noch. Aber nicht dagegen schlagen, die platzen gleich. Okay, jetzt nicht mehr runterfallen, bitte. Oh, da muss ich auch aufpassen. Wir setzen mal Rahmen zur Sicherheit. So, jetzt muss ich nämlich kurz mal planen. 1, 2, 3. Muss ich nur kurz gucken, wo wir das. Ah, das ist sehr gut. So, ich spiele. Da sind noch Bausachen drin. Da ist nichts mehr drin. So. Muss ich mal kurz gucken, ob das so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. 3, 4. Was denn? Ja, aber beides ist vorbei mit der Herumlauferei. Ja. So, das meinst du? Ja. Ich hatte das doch im Kopf. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das geplant hatte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3. War das so? Block. So, maximal draußen gucken. Ja, Moment, ich leer nur Inventar noch mal. So. So. Komm her. Hui. Das, was du jetzt hier mit Gitter siehst, mit Rahmen siehst, würde ich mit Blöcken ausfüllen und das, was du nicht siehst, mit Gitter. Ja. Die Lücken, oder? Das wird doch reichen, drei, von der Optik vier, her. Vier, drei, ja. Das sind immer vier Blöcke. Quasi, dann sind wir Gitter, vier Blöcke, vier Gitter, vier Blöcke. Ja. Sollte gehen, gell? Ja. Ah, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Weil da kann man noch Abrundungen hin. Also nach unten spitz zulaufend oder einfach nur Blöcke nach unten spitz zulaufend, oder? Ja, nur Blöcke mal, ja. Gut, dann mache ich das nämlich mit spitz zulaufend. Müssen wir das nämlich sauber machen. Das wird interessant, dich von außen dran zu kommen. Hä? Wegen der Optik, ja. Ja. Das. Das wären dann Pfosten. Nee. Jetzt muss ich überlegen, dass ich die richtigen wähle.
das sind nicht die, das sind die. Genau. Aber... Das löschen. Welche hatte ich denn da? Ich habe die falschen genommen, glaube ich. Ja, so. So. Na, darf ich jetzt, darf ich. Ja, wir haben schon wieder drüber, gell? Ja. Naja, was sagen wir da? Tja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.